Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Nordfriesischen Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir fahren los. Erster LKW ist, sage ich mal, ganz vorsichtig voll. Und der fährt jetzt Richtung Baumarkt. Mal gucken, ob wir da ankommen. Den hier müssen wir auch nochmal ein bisschen befüllen. Die Gebärde hat Hunger. Und den müssen wir gleich wieder aufs Feld durchschicken. Feld 65 ist mittlerweile auch fertig geworden. Auch da können wir mal ein bisschen... Wir sind gerade tatsächlich auch am Häckseln. Momentan ist wirklich so gut wie alles unterwegs. Wir häckseln, wir dreschen, wir roden, wir mähen, wir machen einfach alles. Einfach alles zu mitnehmen, mal gefühlt. Es ist hier fährt der LKW zum Beispiel. Also es ist immer was los hier. So, wo war denn das Ansehen nochmal? Ich hab's verabsäumt, ne? Bitte, ich hab's einfach verdrängt, glaube ich. Sehen. Oh, hier wird auch gesät. Läuft. Feld 44 tritt die Kahle. Wollen wir gleich mal richtig einstellen, oder? Feld 44. So, passt. Feld 44. Dann können wir hier schon mal los. Tanken nicht vergessen. Ja, da fahren wir nochmal eine kleine extra Runde, hast du recht. Die Häckselkolonne steht da ganz hinten links. Kann mal gucken, ob das hier so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Das mit den Parkplätzen funktioniert tatsächlich ganz gut. Also hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Es läuft. Parkplätze haben wir da hinten jetzt eingerichtet. Das seht ihr sie. Ganz leicht. Reicht. Ja, ich bin ja ein bescheidener Mann. Reicht. Mein Gott, kann ich mal ein bisschen schneller tanken? Kann ich noch einen Schluck trinken? Trinkt auch was, meine Damen und Herren. Trinken ist wichtig. Wenn ihr gerade am Morgen seid, trinkt einen Kaffee. So, voll. Zumindest annähernd voll. Wie leer der Hof eigentlich aussieht, ne? Es ist so gut wie nichts mehr da. So, du fährst mir auf die 44. Und ich schaue jetzt mal, was hier so los ist. Hier wird gearbeitet, das freut mich doch sehr. Oh, du bist fertig. Ui, hast du aber fein gemacht. Den gehen wir mal kurz entleeren. Der kann nämlich direkt, wird getankt und kann direkt auf dem nächsten Feld weitermachen. Weil immer gesagt wird, unsere eigenen Felder werden ja gar nicht, ne? Doch, sie werden. Es dauert nur immer ein bisschen. Wir können jetzt gleich auf die... Ne, wir können nicht gleich. Wir haben nämlich kein Feld mehr für den. Der könnte düngen gehen. Theoretisch können wir den Problemlöser düngen schicken. Weil da müssen wir dann die Sämaschine drauf loslassen. Dass hier wieder was angesät wird. Ja, was gab es denn für eine Kohle? Das ist, Zero Lemon. Zero Lemon. Die Produktion sieht so mächtig aus, ey. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Klaumir Bira. Danke dir für dein Follow. Vielen Dank. Es fährt nicht schneller. Ich kann's. Tut mir leid, ne? Es fährt nicht schneller. Es ist sehr gemütlich unterwegs heute. So, hier steht noch jede Menge Zeug rum. Das müssen wir uns auch gleich mal gucken. Das kann ich wegmachen. Die Steine, diese 12.806 Liter, die werden wir mal ganz fix in das Silo geben. Smunky LP, wunderschönen guten Abend, grüß dich, hallo. Dann werden wir tanken, waschen. Und dann schicken wir den zum Düngen los. Ich glaube, wir können unsere eigenen Felder auch düngen damit, ne? Düngersteuer geht auch bei eigenen Feldern, deswegen. Also können wir gerne machen. So. Dann lasst kurz tanken. Oh, Geld kommt rein, meine Damen und Herren. Guckt nach oben rechts. Fanfan, Grüße, hallo. So, den tanken wir. Dann hüpfen wir mal kurz zum Baumarkt. Oh, er ist auch fertig, ne? So. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Was will ich denn am Hof ansehen? Ich habe es wieder verdrängt und vergessen. Beides zusammen. So, hier haben wir nichts mehr. Das heißt, du, mein Freund, fährst jetzt erstmal nach Hause. Parkplatz Nummer 3 müsste wieder frei sein. Den machen wir mal raus. Peter plant eigentlich noch, dass du den Selbstfahrschredder mal mit Steine... Ja, ich hab den noch drin. Oh, hier wird noch gefahren. Guck mal an. Ich hätte es mir nicht gedacht, aber das läuft. Schön. So, den muss ich auch anschalten, sonst wird da wieder nichts. Er hat auch ein schönes Feld vor sich hier. 57. Richtig gutes Feld. Zuckerrüben, das ist doch perfekt. Genau, ein Zuckerrüben, ein Raps. Na, sowas nehme ich richtig. Das ist doch super, weil dann können wir gleich die Zuckerrüben draufballern und dann später den Raps. Ich glaube, es war egal. Ich hatte, glaube ich, beides geplant.
Weiß jetzt aber nicht mehr, wo wir was draufballern wollten. Hier wird fleißig gearbeitet, das ist gut. Ich wollte zum Baumarkt. Soll noch einer sagen, hier geht nichts voran. So, da sind wir. Wie mache ich denn die Plane weg bei dem Kollegen hier? Geht die Plane überhaupt weg? N geht nicht. Ah, guck mal hier. Alter, voll gepackt mit tollen Sachen, oder wie war das? Ah, die versetzte Lenkachse da hinten ist natürlich auch schon so ein bisschen geil, ne? So ein bisschen geil ist sie schon, muss man sagen. Ist nicht jedermanns Sache, okay, aber so ein bisschen geil ist sie schon. Vielleicht im Scheiß, der Werner. Du, es macht Bock. Es macht so ein bisschen fordernd im Stress und so. Macht Bock. Zumindest mir macht das richtig Bock. So, dann schauen wir uns gleich an, wo er nach Hause fährt. Hof, habe ich die Tischlerei eigentlich schon mal eingefahren? Ich frage für ein Schulprojekt. Sägewerk habe ich eingefahren. Die Schlacherei fehlt mir tatsächlich noch, ne? Wir fahren mal kurz zum Nachbar rüber. Ich glaube, die Kackpappe geht nur beim, ne? Zu Edeka oder Lidl oder wie auch immer. Kommt heute in die Fabrik? Boah, ich glaub's nicht. Die kostet einen richtig, richtig dicken Batzen, ne? So, ich glaube, das war hier rein direkt. Kreisige Zone, da pfeifen wir doch drauf. Also bitte. Kreisige Zone. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt mal, also, jetzt mal unsere Gebetsschwester. Ich habe doch keine Zeit für sowas. So, ich würde vorschlagen, du fährst auf P2. Ich hoffe, P2 ist ich hoffe, es ist leer. Wir können aber theoretisch die Sämaschine tauschen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich eine zweite dicke Bärte haben möchte. Das können wir jetzt auch mal machen. Wir werden zwar ein bisschen draufzahlen müssen, aber das ist halt dann so. So, passt. Tu das Ding wieder. Wir kommen ja gleich nochmal hoch. Wir haben noch lange nicht alle Produkte mitgenommen. So. Hallo Werner, alles gut? Bei mir ist alles gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe bei euch auch. Ganz gut erholt vom Rodelurlaub oder Schlittenurlaub oder keine Ahnung, wie man das nennt. Alles im Top. Und Werner, danke dir für deinen Resub im 24. Monat. Dankeschön. So, hier. Kritikale, haben sie gesagt. Kritikale. So, dann machen wir weg. Zack. Bei mir ist auch alles gut. Sehr schön, Mr. Danny. Sehr, 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 sehr schön. So, du wirst wahrscheinlich jetzt eine kleine Ewigkeit dran sein, ne? Wir werden gleich eine Angabe haben. Zack. Eine Stunde, eine Minute. Have fun. Hallo, hallo, benehmt euch hier, ne? Wärst du absichtlich stehen geblieben? Was sind das für Leute hier, du? So, getankt haben wir. Ab in die Waschanlage damit. Abstellen und dann Düngersteuer ran. Weiter geht die wilde Fahrt. Zuckerfabrik war 1,6, ne? War das nicht so? Rohlurlaub? Ja, ich war im Rohlurlaub. Freitag, Samstag, Sonntag. Drei Tage war er weg. Deswegen hatte ich hier am Donnerstag noch so viel vorbereiten müssen. Deswegen kam auch kein Stream am vergangenen Donnerstag. Das war ein bisschen zu knapp bemessen. 1,2 Millionen Labor, 1,6 Millionen Zuckerfabrik. Dankeschön. Dim, 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 dim. So, den stellen wir hier rein. Wenn du nicht weißt, was mit diesen Symbolen auf sich hat, kannst du gerne die Folge vom Dienstag angucken. Da habe ich das ein bisschen beschrieben, wie ich was vorhabe. Wie geht's den Schweinen? Gut. Den Düngerscheuer habe ich jetzt wohin gestellt? War da hier drin, ne? Mach mal auf. Hallo. Oh. Ich hab doch keine Zeit. Ah!
Der Tor. Ah, jetzt geht's auf. Bin relativ neu. Spielst du deinen Spielstand auf Seasons? Nein, 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 nein. Ich spiele nicht auf Seasons. Ohne Seasons. Folgentag müsste der Samstag sein, glaube ich. Oder der Sonntag. Ich bin nicht ganz sicher. Chat, habt ihr aufgepasst, welchen Folgentag haben wir heute? Könnte beides richtig sein. Sonntag haben wir schon, siehst du mal. Auch die farbliche Abstimmung, ne? Ich muss das einfach mal sagen, ne? Das ist schon wieder, also... Wobei, wenn ich hinten das noch weiße Felgen drauf mache, geht's eigentlich. So, was haben wir hier? Wie sieht's aus? Brauche Daten. Gedüngen 0%, sehr gut. Samstag haben wir erst, ja, dann haben wir noch ein bisschen vor uns heute. Weg damit. Jetzt haben wir Vorgewinde reicht. Dicke. Fährst du hier? Machst du weiter, oder? Läuft. Passt. Wo willst du? Ah! Kein Problem, dafür bin ich da. Aha. Mein Gott, wo willst du denn hin? Es ist 86% voll und dann noch rumjammern wollen hier. Wow. Wir sind wirklich einen Millimeter zurückgefahren und jetzt passt's. Wo willst du hin? So, hier haben wir eine lange Gerade, ne? Hier geht's auch wieder. Er hat halt sehr groß ausgeschnitten hier in der Ecke, du. Nee, nicht abladen. Stopp. Okay, verabladen. Es ist eh der gleiche Weg, also. So, hier wird gekrobert. Sehr schön. Hier wird... Alter, Falter ist hier. Alter, Falter. Ja. Es ist ein bisschen viel los, ne? Ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber... Es ist ein bisschen... Ui, er ist wieder da. Aber es sieht gut aus, ne? Von der Länge auch her passt gut. Ich will mich auch nicht selber loben, ne? Aber das mit den Parkplätzen... Das läuft, ne? Also... Habe ich hier eigentlich einen Kurs? Also ich habe hier keinen Punkt für den Tischler gefunden. Habe ich auch keinen gebaut. Sehr gut. So muss es sein. So, dann machen wir nochmal die Leerpaletten raus. Das sind viele Leerpaletten diesmal. Aber irgendwann müssen die einfach mal ein bisschen raus. 37. Hm. Fertig? Passt die gute Nacht. Ich wünsche dir was. Alle draußen? Jo, alle draußen, alle draußen. Das passt. Dann gehen wir noch zum Sägewerk rüber. Oder fahren noch zum Sägewerk, Entschuldigung. Dann haben wir da vielleicht nochmal ein paar Palettchen. Und dann haben wir schon mal die Tischlerei leer und die Zellstofffabrik leer. Schon mal gut. Nochmal ein dickes Lob für die Ostseeküste. Gefällt mir sehr gut. Oh, ich danke vielmals. Ich werde das natürlich morgen, übermorgen wieder aufnehmen in Ostseeküste. Also Dienstag, Mittwoch für die Leute, die jetzt im Livestream sind. Und werden dann schauen, dass ich euch die Woche noch ein, zwei Folgen raushauen kann. Oh, hier haben wir gar nicht so viel. Guck an. Krass. Hier fehlt etwas. Was ist hier passiert? Naja, gut, okay. Möbel war noch drin. Wait. Stimmt. Was habe ich jetzt gedrückt? Möbel. Warte, in aller Ruhe. Auslagern. Vier Paletten. Reicht, dankeschön. Also Ostseeküste ist ein gutes Projekt. Ich danke. Wie gesagt, also ich nehme das auch gerne an. Das Feedback. Ich weiß, dass sich viele Leute mehr Ostseeküste wünschen. Es dauert halt einfach länger in der Produktion, weißt du. Also das sind so zwei Tage, sind da relativ schmal bedacht.
Guten Abend, Werner. Gibt es eigentlich noch den weißen Krampe-Anhänger? Was für den weißen... Ach so. Eigentlich müsste noch geben, ja? Schauen wir gleich mal zusammen. Ich glaube, ja. So, den bringen wir nochmal weg. Zum Baumarkt. Und wenn wir da waren, dann fahren wir hoch zum Hafen. Ne? So weit, so gut. So, Berti, wir schauen uns nochmal wegen dem weißen Krampe. Ich denke schon, aber wir schauen gleich mal nach. Gut, meine Damen und Herren, ich darf mich schon mal verabschieden für heute. Wir sind erstmal fertig. Mit der Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Und ich bin erstmal raus und wünsche euch was. Da ist der weiße Krampe. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Bis Kowski. Bye, bye.